Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFD-Devisenradar im Oktober. Nach dem gestrigen Feiertag heute wieder zugegen, pünktlich 9:30 Uhr, wollen wir auf die Märkte schauen. Und hier tut sich einiges. Der Yen hier mit starken Schwächeausschlägen sozusagen, sämtliche Yen-Pairs vorne. US-Dollar-Yen hier durchaus interessant mit Ausbruch, sei an dieser Stelle nur mal angemerkt. Den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hatten wir ja unlängst schon häufig im Fokus. Werde ich gegebenenfalls morgen nochmal aufnehmen. Heute erscheint mir allerdings das britische Pfund ein Stück weit interessanter. Deswegen auch hier eben in der Beschau. Und gleich vorab will ich Ihnen eben den Jahrzehnte-Chart mal zeigen. Hier auf Monatsbasis eine Candle, entsprechend ein Monat. Und wir gehen hier über die Jahrzehnte zurück und sehen mit dem aktuellen Tiefstand, das hier ist die Oktoberkerze, wenn wir uns direkt mal reinzoomen hier, mit dem neuen Jahrzehnte-Tief sind wir auf den Niveaus von 1986 angelangt. Also das ist hier ein Punkt, wo ich sage, oder 85 vielmehr, excuse me. Das ist hier ein Punkt, wo man sagen muss, da schlägt es ja wirklich aus. Da schlägt es wirklich aus. Und das britische Pfund hier ohnehin, ja, mit Beginn der Finanzmarktkrise und Preisen hier über 2, ganz klar in einem Abwärtsmodus, der sich dann eben hier durch die Brexit, durch den Brexit-Event vielmehr dann noch beschleunigte. Man muss sagen, natürlich auch hier gab es Ambitionen, immer mal wieder aufzudrehen auf der Oberseite, aber hier der Widerstand 1,67, 1,70, das war eine zu harte Nuss. Und ja, mit dem neuen Jahrzehnte tief ist es praktisch fast schon vorbestimmt, dass das Währungspaar wohl weiterfallen muss. Wir haben charttechnisch keine Haltezonen. Die Big Boys setzen hier auch auf große Short-Trends. Also insofern ist der Weg nach unten eigentlich frei. Ich denke, 1,25, ja, das kurzfristige Ziel 1,20 auch durchaus noch möglich. Muss man im Hinterkopf haben. Das mal unter der großen Brille. Man wird sehen, wenn hier tatsächlich Kapitalumschichtungen wieder mittelfristiger Natur stattfinden, ob das britische Pfund sich wieder beleben kann. Aber derzeit, und das war ja auch schon direkt seit dem Brexit-Event die Annahme, sucht das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Kelby genannt, eben hier seinen Boden. Und der ist offenbar noch nicht gefunden. Das muss man ganz klar unterstellen. Es scheint hier tatsächlich so, als wäre ja, die Suche noch offen und das mögliche Ziel darf nochmal hier gespiegelt werden, kristallkugeltechnisch mal ausgeworfen werden. Und ich denke, 1,20 ist durchaus möglich. Ja, wie sieht es auf den anderen Ebenen aus? Wir gehen mal hier in den Wochenchart. ABC-Struktur, ABCD-Struktur letztlich auch mit der Annahme, es dürfte wohl weitere Tiefs geben. Mit eben dem Bruch hier auf ein neues Jahrzehntetief. Und da sind wir eben heute hier insbesondere mit der Kerze. Es ging direkt schon um den EU-Börsenstart los. Da wurde hier stark abverkauft, das Pfund. Wir haben auch hierbei schon die Daily Range im Prinzip ausgeschöpft. Also die Kerze hat ihre durchschnittliche Größe eigentlich erreicht. Aber mit dem neuen Tief ist es nun mal so, dass man hier davon ausgehen muss, dass, wenn es jetzt zu Rücksetzern kommt, wir sehen hier die Zone um 1,2850 mit dem Durchbruch heute hier ganz klares Widerstandslevel. Und sollten wir hier ja heute oder auch morgen, heute oder morgen einen leichten Rücklauf sehen, sagen wir mal, wir gehen noch ein leichtes Tief, dann kommt hier so ein Pullback an diese Zone, wäre eine hervorragende Short-Einstiegschance, um eben auf eine weitere mittelfristige Abwertung in Richtung 1,20 zu spekulieren. Hier auf der Oberseite ganz klares Stopplevel über 1,33 25, 1,33, 50. Sollte der Markt nicht mehr ziehen, geht das britische Pfund über dieses Level raus hier auf Tagesbasis, dann denke ich, dürfte sich eine größere Erholung anschließen. Wäre zumindest zu erwarten, ja. Ist aber wie gesagt tendenziell derzeit kaum denkbar. Das britische Pfund hier wirklich mit absoluter Schieflage und eben auf dem Weg zu 1,20. Da hilft auch wenig die Saisonalität, die eigentlich recht bullisch daherkommt hier für den Oktober. Wir sehen es grundsätzlich eine aufwärts gerichtete Tendenz. Gehen wir mal bis in den November hinein. Sehen wir sogar, dass wir im November auch noch stark anziehende Preise sehen, um dann eine leichte Konsolidierung zu erleben, die letztlich aber dann auch wieder durch eine saisonal statistische Preissteigerung im Laufe des weiteren Novembers dann eigentlich wieder aufgefangen werden. Aber das wird hier charttechnisch nicht unterstützt. Das britische Pfund hier definitiv in einer absoluten Schieflage. Und insofern sollte man hier auch von weiteren Preiskorrekturen ausgehen. Es wird natürlich interessant sein zu beobachten, wie der US-Dollar im November zur US-Wahl regiert, wer regiert, wie wird es weitergehen, wie reagieren die Börsen drauf. Letztlich wird das eine große Gretchenfrage sein, die auch dann natürlich hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar ein Stück weit beeinflussen wird. Aber sollte der US-Dollar hier weitere Stärke erfahren, dann bestätigt das im Prinzip hier nur den Abwärtstrend beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und dann dürfte es eben hier weiter in den Keller gehen. Technisch sieht es definitiv so aus.
Wir haben hier wenig Boden, und insofern freier Fall garantiert, könnte man fast sagen. Man darf mal sehen, wann sich hier eine Stabilisierung abzeichnet. Wir hatten die Chance hier, muss man zugeben, im Juliverlauf. Sie sehen hier diese leichten Stabilisierungsansätze, aber mit dem Bruch, mit der Aufgabe des Level von 1,2870, 1,29, gerade mit der heutigen Kerze, sieht das keineswegs gut aus. Ob da am Nachmittag jetzt noch Hilfe kommt, hier aus den USA, das wage ich mal zu bezweifeln. Wir haben jetzt auch 10:30 Uhr noch den Einkaufsmanager-Index. Ja, wenn es hier zu einer überraschenden Hammer-Candle käme, also praktisch die heutigen Tiefs wieder hochgekauft werden und der Markt hier oberhalb von 1,29 schließt, dann muss ich sagen, wäre hier sozusagen kurz vor 12 die Kurve noch gekriegt. Aber ob das dann hier hilft, ich denke, dann dürfte es auch hier eher so ein zähes Seitwärtspendeln geben, was tendenziell dann aber auch den Ausbruch auf der Südseite garantiert. Man darf mal sehen, wie gesagt, wie das hier im weiteren Wochenverlauf aussieht. Aber grundsätzlich mit dieser Schwäche, mit dieser Power der Verkäufer ist im Prinzip schon mal ein Zeichen gesetzt, dass es eher so aussieht, als würden wir hier definitiv auf weitere Jahrzehnte Tiefs zusteuern und neben 1,25 dürfte die 1,20 hier durchaus ein lukratives Ziel sein. Alles hinfällig, sofern wir hier über 1,34 rausgehen, hier 1,33,50, 1,34 direkt, dann sieht die Situation wirklich ein Stück weit freundlicher aus, aber davon sind wir aktuell eben insbesondere ein ganzes Stück weit entfernt. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Radar. Morgen, wie gesagt, denke ich mal, den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Fokus. Schauen Sie auch mal selbst auf das Währungspaar, bilden Sie sich ein Urteil und posten Sie gerne Ihre Ideen dazu im Desktop meinerseits beziehungsweise im JFD auf dem JFD Desktop, wo wir natürlich hier auch immer wieder News beziehungsweise Live-Videos und diverse Meldungen schalten. Auch das Morning-Meeting von Jens Klatz glatt heute Morgen 10:30 Uhr wieder. Dürfen Sie sich darauf freuen. Marktüberblick, nicht nur Währung, sondern eben auch hier DAX und Co., Deutsche Bank und alles, was den Markt interessiert, wird hier besprochen. Ansonsten zwischenzeitlich eben auch immer wieder Quick-Scans, Quick-Videos von Bernd und auch meiner Wenigkeit. Insofern bleiben Sie hier ruhig mal auf dem Desktop, lassen Sie sich informieren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder, nämlich spätestens morgen um 9:30 Uhr und am Nachmittag gibt es dann auch noch das JFD-Devisenradar-Webinar. Also in dem Zusammenhang einen guten Tag, einen guten Start in die junge, kurze Woche und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.